Ja, lass mich ruhig links liegen. Ey, du bist Level in Fora und also. Nein, ich meinte eigentlich gerade jetzt in der Situation, da steht eine alte Omi, die mich gleich begrabbelt, der alte Schinken, der was von mir will. Der will dich umbringen mit seinem Scheinfinger! Was will Ach, denn da die? sind Was will sie. denn die? Die habe ich gemeint. Ist das Insekten. Kakerlaken? Ja, Insekten. Es sind keine Wie? Kakerlaken, es sind Insekten. Ich könnte eigentlich mal Lobos Angriff freischalten, aber das würde zu lange dauern. Deswegen, Fressoffenbarung. Aber Shadow, wenn der Schinken mich umbringen will, was will dann die alte Oma von mir? Will die mich nur begrabbeln? Will deine Leiche schänden dann. I nein! Rette mich! Kakala, cool. Tot. Blum, alles kaputt. Das nennt man Schädlingsbekämpfung der Oh, Extremart. 4000. Verdammt, ist das viel. Ja, die wären Finsternis gewesen. Hast gehört, das war die Schädlingsbekämpfung auf der Extremart. Ja, aber auf der mega extremsten Art. Ich müsste mir mal wieder Zelte kaufen, fällt mir gerade auf. Ich habe nur noch 3 Stück, glaube ich. Yeah, lass uns zelten gehen. Ah, die mache ich per Hand platt. Schön. Schönes Ding. Einmal den den furzenden Breakdance-Hund, dann Ja, es klappt wieder. den Gehirnkäfer. Es klappt wieder. Jetzt mach das Gehirnkebab noch fertig und dann sind wir glücklich. Ja. Guck mal, es steckt dich schon freiwillig den Spieß im Kopf. Probier das schöne Kebab mal. Gehirnkebab. Level up! Und Chess hat immer noch nichts gelernt, ey. So ein lernfaule Sau, ey. Tja, können halt nicht immer alle lernen. So. Genau, einmal speichern. Haben wir noch ein Zelt raushauen? Ich hatte sogar recht mit 3 Zelten noch. So, speichern. Allerdings auf Slot 2 diesmal. Ich habe mich wieder umgestellt. Und ich habe Level 40 erreicht. Yes! Halleluja! Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Aha. Jetzt, pass auf, jetzt steht da nur noch die Omi und der Schinken ist weg. Ah ne, der Schinken steht da noch. Ihr schon wieder Bacon? Du schon wieder Schinken? Jetzt sind ja eigentlich alle da, oder? Rausan war ich wohl nicht gewachsen. Ne. Alles wird gut. Ich bin jetzt bei dir. Alter, hat er irgendwie einen Vaterinstinkt für den? Keine Ahnung. Stehen bleiben. Eine falsche Bewegung und das Kind geht hops. Nun dann, Shadowfang. Du fragst dich wohl, was in aller Welt ich hier zu suchen habe. Nun. Nein, ich hatte Lag und hab's weggedrückt. Ich hoffe, ihr könnt das Das stand, anhalten. glaube ich, gut. Ich werde es dir verraten. Also. Sowas in etwa. Ja, ich hoffe, ihr könnt das anhalten und nachgucken. Sorry, das war bei Weitem nicht gewollt. Ich hatte kurz einen kurzen Lag drin. Um mir meine Träume zu erfüllen, habe ich eine äußerst geheime und obskure Form der Magie erforscht. Wenn ich damit fertig bin, werde ich die Welt von ihrem Schmutz befreien und ein neues Zeitalter einleiten. Wo liegt da der Unterschied zu Dehuais Plan? Ihr seid auch nichts weiter als ein verkorkster Zauberer. Dein Problem ist, dass du viel zu konkret denkst. Man muss die Realität flexibler angehen. Werft meine Träume nicht mit Dehuais Kindereien in einen Topf. Also gut. Sagt mir, was meint ihr, wer diese Frau ist? Hast du sie nicht mehr alle? Das ist Drakes Mutter, du Dumpfbacke! Das ist meine Mutter! Seine Mutter! Nun, das ist eine richtige Antwort, aber ihr wahrer Wert liegt nicht in solch einer weltlichen Dimension. Ich brauche sie für mein Ziel, ein neues Paradies zu schaffen. Sie ist das Leuchtfeuer für einen sich nähernden Gott.
Wenn Mew der Schlüssel des Lichts ist, der die gute Magie verkörpert, dann ist sie der Schlüssel der Finsternis. Viel zu kompliziert! Das heißt also, sie ist der Schlüssel zu eurer Zauberkraft? Mit einem Wort, ja. Und mit vielen Worten? Hättet ihr auch gleich sagen können, Schlauberger. Alter, ich liebe den Hauptcharakter. Ja, er kann so ein Arschloch sein manchmal, aber ich find's cool. Ich würde jetzt gnadenlos die Mutter abschlachten. Verflucht! Das waren jetzt zwei Shining Finger. So, die Spielstunde ist um. Nimm das! Okay, Shining Finger! Jetzt muss ich sterben. Yeah! Ey, lass dich mal ein bisschen leiden. Nee. Ich werde noch gebritzelt, gebritzelt. Ich riech in dem Staub. Was haben wir denn da? Sie erträgt die Schmerzen ihres eigenen Körpers, aber nicht die ihres geliebten Sohnes. Eine fatale Schwäche. Die Freunde, die du per Telepathie hierher geleitet hast, haben dich also im Stich gelassen. Denkst du, ich stehe wieder auf? Ich hab jetzt genug, verdammter Hexer! Ich bin erstaunt, dass du immer noch stehen kannst, du Monster. Ach ja? Dann werdet ihr erst recht staunen, wenn ich euch in Stücke haue. Wie amüsant. Ich nehme die Herausforderung an. Nisi. Boah! Du oder ich? Na du. Hör sofort auf vorzutäuschen, dass du Bacon bist! Ah, hast du endlich die Augen geöffnet? Du bist bereit, mir zu gehorchen? Kudelka, ihr Sand? Danke, dass du gekommen bist, Shadowfang. Das bedeutet mir sehr viel. Jetzt ist es noch nicht an der Zeit für dich zu sterben. Aber später. Du? Ich begleite diesen Mann. Ihr geht zu einem alten Mann im Wales. Und bitte, kümmert euch um meinen Sohn Drake. Also gut. Im Tausch gegen diesen Haufen hier gehörst du jetzt mir. Olga, du kannst dann hier aufräumen. Mutter! Ich komme, um dein Leben für Meister Baker zu holen. Ich werde dir niemals vergeben, was du getan hast. Dun, dun, dun. Lass uns doch mal eine alte Omi verkloppen. Mit Vergnügen! Lobo Power! Der werde ich den Chaos machen und du bist voll geheilt worden, sehr schön. Ja, ich bin praktisch, wa? So, das war gerade über 600 Schaden. Knapp 700. Ne, es waren über 700 Schaden. Nee, nicht ganz. Ich denke mal, das schwarze Loch wird nicht seinen Nebeneffekt da auswirken. Natürlich nicht. Und außerdem, Finsternis gegen Finsternis ist auch nicht so gut. Musst du Licht einsetzen? Hab ich ja nicht. Könnte meine Lichtfusion einsetzen. Allerdings würde ich dann schöne Schaden nehmen, wenn sie mich angreift.
Ach, das hebt sich gegenseitig auf, oder was? Ja, das wirkt gegenseitig. Feuer ist gut gegen Wasser, Wasser ist gut gegen Feuer. Licht ist gut gegen Dunkelheit, Dunkelheit ist gut gegen Licht. Erde ist gut gegen Luft, Luft ist gut gegen Erde. Schwarzer Nebel. Ja, Gift. Schaden plus Gift. Oh, ich scheiß auf Gift. Das zieht mich. Ey, die Olle hat gefurzt. Mach mal weg. Ey, ich glaub, die Olle lässt den Kopf hängen. Ah, jetzt hab ich doch verfehlt. Shit. Schwarzer Nebel. Nochmal Vergiftung. Ich bin doch schon vergiftet, Troller. Ja, die hat Blähung. Die musst du rauslassen erstmal. Oh, du lässt den Kopf hängen. Das ist nicht gut. Ja, das ist einfach zu viel Gestank. Also, das ist nur. Ja. Heil dich mal selbst. Okay. Ja. Ich bin wieder fit. Du bist mehr als nur fit. Shadow Storm muss auch geheilt werden nächste Runde. Ich seh's gerade. Ah, gut, sie geht auf mich. Das ist. La! Ja, ihr physischer Angriff. Das überlebst du nicht nochmal. Ihr physischer Angriff ist nämlich sowas von für einen Arsch. Das sind ihre Zauber, die wirklich Schaden machen. Aber ich glaub. Ja! Leb wohl! Oh, sie ist zersplittert. Das heißt, sie ist wohl dead. Yep, diesmal wirklich. Und ich würde sagen, es gibt ein Level-Up für alle. Na, nicht ganz. Nur für dich nicht. Und Absaras. Shadow Sword hat Absaras erlernt. Tja. Kein bisschen Licht. Olga ist tot. Naja, Finsternis gibt wohl kaum Licht, würde ich meinen, ne? Wäre komisch, wenn das so wäre. Meister Bacon! Tot. Endlich. Die alte Oma ist tot und ich breche auch zusammen. Mutter! Zusammengebrochen. Yeah, wo sind wir denn jetzt? Du bist wach? Du hast seit unserer Rückkehr geschlafen. Du musst sehr erschöpft gewesen sein. Ja? ja? Der Tod seiner Mutter war ein großer Schock für ihn. Hä? Ja, nee, ist klar. Lebt doch noch. Ich glaube, ich habe hier oben schon mal geguckt, ne? Aber ich guck gern nochmal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt dieses Schleuder da kriegen. Jetzt schon? Glaube ich kaum. Obwohl, man weiß ja nie. Ich würde mal interessieren, wo die überhaupt alle sind. Wahrscheinlich im Hotel. Das wäre eine Idee. Ah, halt, ich kann jetzt hier längs gehen. Ach genau, Grubenkampf die Zweiter. Wo ich aber irgendwie keinen Bock drauf habe. Grubenkampf? Ich hab von Monstern geträumt, bla 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 bla. Ach, ich soll erstmal antesten hier, genau. Ich soll es erstmal antesten. Yeah, Hunde. Schakale. Keine Ahnung. Garm. Sehen cool aus. Ey, die quietschen, hör auf, sie zu schlagen. Die sind so langsam, dass ich zweimal angreifen darf. Und treten ist auch nicht schön. Ach, am toll. Elementare Form geben sie also nix, ihr Schweiner. Ach, jetzt soll ich lesen, oder nee. Was? Nee. Kluger Karl. Ja, ihre Fähigkeit funktioniert noch nicht besonders zuverlässig. Ja, hier könnte ich jetzt Grubenkämpfe machen, aber da bin ich noch etwas underlevelt. So ein bisschen. Ah.
Merkwürdige Kelch von Joshua. Sie haben den Kelch der Treue erhalten.